Moin, Flexdoc hier. Wir haben die beste Mauspad-Mausgleits-Kombination gefunden. Seht nach dem Intro, welche das ist. Es gibt unendliche Diskussionen über das beste Mauspad. Auf welchem gleitet die Maus wie gut, wie gering ist die Gleitreibung, wie ist der Unterschied von Haft zu Gleitreibung und so weiter. Alles wird dann noch extra kompliziert, wenn man dann noch unterschiedliche Mausgates auf den gleichen Mauspads testet. Furchtbar. Unterm Strich sind die Unterschiede von Gleits zu Gleits und auch von Mauspad zu Mauspad so minimal, dass man sich echt fragt, wie man so viel Energie auf solche Diskussionen verschwenden kann. Und nicht falsch verstehen, wir haben das ja auch gemacht. Da die Unterschiede aber wirklich so gering sind und die meisten Mauspads eh aus der gleichen Fabrik kommen und sich nur noch vom Label her unterscheiden, haben wir die Mauspad-Testerei, wie ihr wisst, weitestgehend eingestellt. Von Aftermarket-Skates wollen wir gar nicht erst anfangen. Wir haben jetzt hier aber eine Kombi gefunden, die wirklich etwas Entscheidendes anders macht und wirklich ein ganz anderes Spielgefühl bietet. Um zu erklären, worum es sich handelt, dröseln wir erst einmal die bekannten Mauspad-Gleitskombinationen auf. Als erstes wäre da die Kombi PTFE-Mausfüße auf Stoffpad. Es gibt eine Reihe sehr gute Gründe und einige wenige schlechtere. Sorry. Kikron PTFE-Glides. Grundlegend gleiten aber die meisten PTFE-Füße sehr artig und schnell auf einem Stoffmauspad. Das Problem liegt woanders. Das Problem ist unser Arm. Der gleitet nämlich alles andere als gut über das Mauspad. Haut auf Stoff ist einfach ein Problem aus drei Gründen. Einmal die Gleitreibung an sich, die ist schon mal extrem viel höher als PTFE der Mausfüße auf Stoff. Dann kann sich das auch noch je nach Temperatur ändern. Schwitzt man ein wenig oder hat etwas mehr Hautfett, dann gleitet der Arm nochmal deutlich schlechter über das Pad. Drittens ist die Gleitreibung des Arms je nach Konsistenz nicht von Anfang an gegeben. Zunächst einmal verschiebt sich die Haut im Verhältnis zum weichen Körpergewebe darunter und erst dann gleitet die Haut physisch über das Pad. Also zwei vollkommen unterschiedliche Kräfte, die nacheinander irgendwann auftreten. Schwer zu kontrollieren. Dann kamen die ja bekannten Glaspads auf den Markt, die dieses Arm-Mauspad-Problem lösten, zumindest bei Verwendung mit einem Armsleeve. Der Stoff des Armsleeves gleitet sehr viel besser auf dem Glaspad als Haut auf Stoff oder auch Armsleeve auf Stoff. Problem ist hier, dass PTFE-Mausfüße auf Glas unglaublich schnell und teilweise unkontrollierbar sind, also wiederum extrem viel schneller als der gesleevte Arm auf Glaspad, also auch weit entfernt von ideal. Die dritte Möglichkeit war dann die Kombination von Glasmausfüßen auf Stoffpads. Pulsar waren die ersten, die diese Superglide-Mausfüße herausbrachten. Wir haben hier aufwendige Gleitreibungstests mit einer standardisierten Maus mit entweder PTFE oder Glasfüßen gemacht und einen viel geringeren Unterschied festgestellt, als eigentlich zu erwarten war. Wenn ich mich recht entsinne, hatten Glasmausfüße nur eine durchschnittlich 20% oder 25% geringere Gleitreibung als PTFE auf Stoff. Aber wie auch immer, die etwas schneller gleitenden Mausfüße mit einem geringeren Unterschied von Haft zu Gleitreibung als PTFE vergrößerten den Unterschied zwischen der Arm-Mauspad-Reibung und der Mausfuß-Mauspad-Reibung ja ebenfalls noch weiter. Grundlegendes Problem all dieser Kombinationen ist also, dass die Maus viel schneller über das Pad gleitet als der Arm des Users. Zudem ist die Reibung des Arms sehr inkonsistent und es stellt sich immer irgendwie ein Ruckeln ein, der zum Beispiel das Tracking bzw. das Verfolgen eines Ziels schwerer macht. Das gilt besonders für Mad zu Low Sense Aimern und vor allem für mich. So sauber ein Ziel zu verfolgen wie hier gelingt mir so gut wie nie mit den gängigen Mausglides-Mauspad-Kombinationen, sondern nur mit der von mir erdachten Kombi. Die Idee über diese Mausglides-Mauspad-Kombination kam mir schon vor etlicher Zeit, genauer gesagt als das erste Skypad herauskam. Ich hatte das auch in einem Review-Video von uns, ich glaube zu den Glasskates von Pulsar, schon einmal thematisiert. Wer es gesehen hat, weiß jetzt vermutlich, worauf ich hinaus will. Ich habe mich zwar selbst nicht ernst genommen, aber da der Grund eigentlich sehr logisch war, ist diese Idee niemals ganz aus meiner Birne verschwunden und ich habe es jetzt endlich nach etwas Recherche zu den nötigen Materialien dann doch mal, und das kann ich schon vorwegnehmen, mit einigen Erfolg getestet. Der grundlegende Lösungsansatz ist, wenn der Arm auf Stoffpads zu schlecht und inkonsistent gleitet, dann muss ein Glaspad her, denn da gleitet der Arm viel besser. Soweit, so klar. Wenn dann allerdings die Maus durch die extrem niedrige Gleitreibung wiederum unkontrollierbar viel schneller gleitet als der Arm, dann hat man nicht viel gewonnen und man muss über ein anderes Material für die Mausglides nachdenken, zumal Flickshots sowieso viel schwieriger sind bei PTFE-Glides auf Glaspad. Was wäre, wenn man Stoffglides unter die Maus packt? Man also das gleiche Gleitverhalten bei Maus und Arm hat, nämlich Stoff auf Glas. Klingt jetzt erst einmal blöd, nicht wahr?
Ist es aber gar nicht, denn die Idee ist ja schließlich von mir. In der Theorie müsste dies ja funktionieren, weil das Gleitverhalten von Maus und Arm hier am ähnlichsten wäre. In der Praxis stellt sich dann aber die Frage, wie kriege ich Stoff unter die Maus? Einen Armsleeve zerschneiden und mit beidseitigem Klebeband anbringen hat schon mal nicht funktioniert. Ganz davon abgesehen, dass es eine tierische Formular ist, ist der Stoff zu dünn, hält nicht richtig und alles ist irgendwie blöd. Dann gibt es da ja aber noch diese selbstklebenden Filzpads, die man unter Möbel klebt, damit sie nicht auf dem Laminat kratzen. Problem ist hier die Dicke. 0,5 oder gar 1 cm der Filzpads sind für die LOD einer Gaming-Maus viel zu viel. Aber ich habe ein selbstklebendes Filzband auf Amazon gefunden, welches nur 1 mm dick ist. Eine Rolle für 11 Euro? Schnäppchen. Also habe ich das Ganze einmal ausprobiert. Als Versuchskaninchen musste die Beast X Max herhalten, weil zum einen die Originalskates E-Mist sind und weil die Form der Skates sehr simpel ist. Also habe ich die Originalglides mit einem Heater, man kann auch einen Föhn nehmen, aufgewärmt und abgezogen. Dann die Glides auf die Rückseite des Filzbandes kleben und mit einer Schere an den Rändern ausschneiden, sodass das Filzbett die gleiche Form hat wie die Originalfüße. Dann sollte man natürlich diese neuen Skates an der richtigen Stelle kleben und wegen spontan ausufernder Doofheit nicht vorne und hinten verwechseln. Wenn man das aber geschafft hat, dann sieht das zwar komisch aus, aber funktioniert ganz hervorragend. Nochmal zur Veranschaulichung. Ich habe jetzt eine Weile damit gezockt und bin sehr überrascht, wie gut das funktioniert. Ich habe gerade für meine Verhältnisse Ergebnisse im Hauptspiel, die konstant besser sind als vorher. Und das, obwohl ich gerade mit einer Tastenkombi auf der Tastatur spiele, die mir gar nicht liegt und mit der ich eigentlich schlechter performe. Also Crouch nicht auf Maus-Seitentaste, sondern C und Lean Left und Right nicht auf V und B für den Daumen, sondern Q und E. Es ist natürlich noch zu früh, um hier etwas Definitives zu sagen. Dafür müsste ich noch viel mehr Daten haben, aber was ich jetzt schon sagen kann, es fühlt sich sehr gut an. Es fühlt sich irgendwie richtig an. Was sind denn die möglichen Probleme mit Stoffglides unter der Maus? Schön, dass ihr fragt. Erstens natürlich der Fakt, dass man jetzt noch nicht weiß, wie lange der Stoff unter der Maus hält und wie schnell er sich möglicherweise abreibt. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Bisher ist noch keine Abnatzung. Ja, besonders die Abnatzung ist das Problem. So, nochmal von vorne. Bisher ist eben noch keine Abnutzung sicht- oder spürbar. Aber wenn, dann hat man mit einer ganzen Rolle Filzband für 11 Euro auf Lebenszeit genug Mausfüße, denke ich. Klar ist aber auch, dass diese Stoffglides am besten auf einem extrem glatten Glas-Mauspad funktionieren. Also zum Beispiel auf dem Skypad 3.0, was wirklich ist wie Fensterglas und mir mit PTFE-Füßen etwas zu schnell. Glaspads mit Struktur, wie zum Beispiel das Superglide von Pulsar oder das Skypad 2.0, sind sicher etwas weniger geeignet, da die raue Oberfläche den Filz vielleicht schneller abrubbeln wird. Das Razer Atlas geht auch noch, aber am besten fand ich im Test das vollkommen glatte Skypad 3.0. Aber wie auch immer, meine Lösung ist hier natürlich eine halbgare Do-it-yourself-Lösung, aber eine, die ihr sehr einfach auch einmal ausprobieren könnt. Ich verlinke euch die Amazon Filzglides in der Beschreibung des Videos. Achtet nur darauf, dass ihr die 1 mm dicke Variante wählt. Filz ist vielleicht nicht das idealste Material für Stoffglides und ich würde mir wünschen, dass vielleicht einmal ein Hersteller etwas Ähnliches aus einem stabilen Stoff herstellt. Zum Beispiel Cordura oder Jacquard-Stoff, mit dem auch Sitzmöbel bezogen werden und der sehr haltbar bis gar unverwüstlich ist. In diesem Sinne, traut euch und testet es einmal aus und schildert uns eure Erfahrungen oder teilt uns einfach in den Kommentaren mit, was ihr davon haltet. Blackstock.